whisky.de. Treffpunkt feiner Geister. Herzlich willkommen im The Whisky Store, dem Treffpunkt feiner Geister. Und heute möchte ich Ihnen eine riesige, lange Geschichte von der Speyside-Brennerei erzählen. Und diese fünf Flaschen, die Sie jetzt den Namen Spey tragen, sind die neuesten Kreationen aus der Speyside-Brennerei. Eine sechste Altbekannte fehlt hier noch, nennt sich Drungouish. Das war ja die erste Whisky-Marke, die aus der neuen Speyside-Brennerei stammte. Sie sehen schon, neue Speyside-Brennerei, alte Speyside-Brennerei. Es gab eine Speyside-Brennerei, eine alte Speyside-Brennerei, die ja jetzt nicht im Herzen der Speyside lag, sondern sehr dicht in der Nähe der Quelle des Space. Diese Brennerei führt sich selber über ein bisschen Diskussionen zurück bis ins Jahr 1770, weil es dort zwei Herren gab, nämlich John und Robert Harvey, die dort ihre erste Brennerei gründeten. War aber nicht die Speyside-Brennerei, war noch eine andere Brennerei. Die hatten dann auch noch einen, wie heißt es schon, einen Grocery Store, wo sie dann auch ihren Whisky verkauften. Und 1815 wurde dann ein Fass an König George III. Für die Hochzeit geschenkt. Jo, das ist die Story dann hinter der Historic Royal Flasche da ganz rechts, die wir dann als letztes probieren werden. Da haben wir jetzt also einen Bogen von 1770 bis heute geschlagen, aber so bis auf den Namen Speyside haben die alle nichts mehr miteinander zu tun. Die eigentliche Speyside-Brennerei, ich glaube, die war in der Ortschaft Kingussie, relativ weit im Westen der Speyside. Ich weiß gar nicht, ob Kingussie zur Speyside überhaupt gehört. Ja, weiß nicht genau. Da war diese Brennerei und die wurde 1895 gegründet. Es gibt da noch ein paar alte Bilder von der Speyside-Brennerei. Whisky gibt es davon schon lange nicht mehr. Denn schon 1905 wurde die Produktion wieder eingestellt. Und 1911 hat man das Ding schon abgerissen. Ich bin da mal durch die Gegend, 94, glaube ich, bin ich da mal durch die Gegend gefahren. Habe da mal ein bisschen rumgeguckt und rumgesucht. Und bin mit so ein paar Leuten ins Gespräch gekommen. Und bei uns im Internet, in der Whisky Database, da finden Sie ein Foto eines Copy Shops. Weiß gar nicht, ob der heute noch da ist. Das soll das letzte Gebäude, oder was, Copy Shop oder eine Druckerei? Ich glaube, früher eine Druckerei, mittlerweile ein Copy Shop. Und das soll also das letzte Gebäude der alten Speyside-Brennerei sein, sagt man vom Hörensagen. Dritte Leute, wildfremde Leute. Ja, also vielleicht war es das, vielleicht war es das auch nicht. Dann gab es einen U-Boot-Kapitän von der Royal Navy. Und zwar hieß der oder heißt der George Christie. Eine wichtige Person in der schottischen Whisky-Industrie. Und der kam nun nach dem Krieg und interessierte sich für Whisky, kam so in die Whisky-Industrie hinein. Hat dann mit Column Stills Grain Whisky hergestellt. Ja, der Bedarf war groß. Kriegstraumata, die da betrunken werden wollten, waren auch groß. So Whisky wirklich stark gesucht. Und damit hat er dann seine ersten Geschäfte und sein erstes Vermögen gemacht. Und das so groß dann wohl am Ende nicht war. Ich kann es nicht entscheiden, weiß ich nicht. Und der hat sich dann 1955, 56 hat er sich ein Grundstück gekauft. Und zwar dort in der Nähe der Stadt Drungouish, wo heute die Speyside-Brennerei steht. So, da war er erstmal 10 Jahre nichts. Und dann fing der mit eigenen Händen an zu bauen. Die alte Farm, die dort war, mit so und so viel Acres Land noch dazu. Und vor allem, Wasserrechte. Fing der an, dieses alte Haus da mit Natursteinen wieder zu renovieren. Und die Größe der Brennerei ergab sich aus der Größe des Gebäudes. Und so haben sie da nur eine Pot Still mit, was weiß ich, 13.000, 14.000 Litern und eine Spirit Still mit der Hälfte. vier kleine Washbacks und eine Mashtun mit 4 Tonnen Volumen, glaube ich. Schafft man so 400.000, 500.000 Liter Rohwhisky pro Jahr mit Maximum vielleicht 600.000. Mehr geht aus dem Ding aber wirklich nicht raus.
So, und da fing der nun von Hand an zu bauen und zu renovieren, hat sich dann noch helfen lassen von einem Alex Fairley, weil er nämlich so langsam ein bisschen in die Jahre kam. Ne? Wenn der 1945 U-Boot-Kapitän war, gut, die wurden da relativ früh Kapitän, dann könnte er vielleicht 1920 oder 1915 geboren sein. Jo, ja, unter 20 wird man auch nicht U-Boot-Kapitän, auch wenn da die Haltbarkeit der Kapitäne im Zweiten Weltkrieg dann doch relativ kurz war. Vielleicht bei der Royal Navy ein bisschen länger. Und dann wurde die Brennerei so ungefähr 1985 ungefähr fertig, so die ganzen Gebäude und so weiter. Und 1990, ja, und da muss man erstmal wieder Geld sammeln, da um die ganze Einrichtung zu kaufen und so weiter. Und 1990 wurde dann das erste Destillat dort gebrannt. Und 1993 kam der Drumguish auf den Markt, dann in größeren Stückzahlen und vor allem dann auch in Travel Value und günstig, ja, Cashflow muss man dann zum Start bekommen. Und man hat sich dann gleichzeitig die Namensrechte an Speyside gesichert. Das muss man sich mal vorstellen. Speyside, Namensrecht gehört dieser Drumguish-Brennerei. Oder der Brennerei nahe des Ortes Drumguish und Powerhäuser, ne? Mehr ist es nicht. Und bis man das dann findet, von Kingussie aus, da geht es also erstmal durch den Wald und unbefestigte Straße und so, habe ich ja lang gesucht, bis man da remote diese Brennerei gefunden hat. Ich war dann, 93 haben die dann das erste Mal verkauft, 94 war ich oder 95 war ich dann da. Und da sind dann auch die Fotos entstanden. Hier oben blende ich immer was ein, leider mit den großen Flaschen jetzt wenig zu sehen, müssen sie nachher, wenn wir die Videos von den einzelnen Verkostungen drehen, müssen sie dann da ein bisschen schauen. So, dann 1990 ging es dann los. 1993 die erste Abfüllung. Und dann wurde der George Christie wohl schon ein bisschen älter, muss ein bisschen ans Alpental denken und hat dann im Jahr 2000 an Investoren verkauft. Und unter diesen Investoren war dann auch sein Sohn. Ich stelle mir das vor, ich weiß es nicht. Ne? Ich stelle mir so vor, nach dem Motto, Sohn, du hast nicht genug Geld, jetzt müssen wir noch fremdes Geld holen, weil die Brennerei war schon was wert. Ne? Da waren dann nämlich mittlerweile schon ältere Bestände dann da und sie standen kurz davor, den ersten Speyside mit, ich glaube, 8 Jahren hat man dann rausgebracht. Oder der war dann schon draußen. Schrieb man dann drauf, the best whiskey in the world. Jo, also sie haben sich nicht lumpen lassen mit Superlativen. Und so schlecht war er nicht. Ich habe da den 12-jährigen Speyside habe ich probiert. Da hat er dann dort verkauft mit seinem Sohn unter den Investoren und 2012 ist dann von diesen Investoren die Brennerei dann weiterverkauft worden und zwar an Harways of Edinburgh. Das ist wohl ein größerer Department Store, Grocery. Ich habe es nicht so wirklich rausbekommen, hat mich dann am Ende auch nicht so wirklich interessiert, wer da nun der Investor ist. Jedenfalls machen die in Export nach Asien und haben ein relativ starkes Bein in Taiwan und auch auf dem Kontinent in China. Also da verkaufen die relativ hurtig und deswegen haben die dann nach dem Kauf auch 2014 diese neue Spey-Serie rausgebracht, haben also aus dem langen Speyside, haben die Spey gemacht, die Flaschen sehr fancy, auf Asien zugeschnitten, dicken Boden, ja, ein bisschen Value dazugebracht, mögen die Asiaten und drehen da jetzt ihr Ding. Expandieren wollen sie auch nach Südamerika, Brasilien, Russland, haben da also ganz schöne Exportgedanken und mit, Entschuldigung, 500.000 Spirits, Liter Rohwhisky haben die auch eine ordentliche Kapazität, dass man da auch einen Markt bedienen kann. Seit ein paar Jahren produziert man jetzt auch eine Woche pro Jahr rauchigen Whisky, sodass man da gespannt sein darf, was da an ja, zusätzlichen Whiskys bei rauskommen wird. Die aktuelle Range ist ja, nicht überall erhältlich. Wir waren ein bisschen fleißig und hatten ein bisschen Glück und haben also diese gesamte Range bekommen. Da ist zuerst der Tenet ohne Altersangabe. Das ist ein Ex-Bourbon-Fass gelagerter in Portwein-Fässern nachgereift. In Tawny Port nachgereift. Dürfte also so ziemlich meinem Beuteschema entsprechen. Freue ich mich schon drauf. Der 12er dürfte den herkömmlichen 12er in ziemlicher Gradlinigkeit fortführen. Wobei anfänglich sehr, sehr viele Sherry-Fässer bei Speyside
verwendet wurden. Heute sind auch Bourbonfässer mit dabei. Ganz klar, ist eine Kostenfrage. Hier dürften wir also deutliche Sherry-Anklänge mithaben. Dann den 18-Jährigen, den sie sich mittlerweile schon ganz schön bezahlen lassen. Ja, sie sind jetzt 25 Jahre in der Produktion oder 24 Jahre Produktion haben sie abgeschlossen. Allerdings aus den ersten Jahren ist so gut wie alles weg, sodass also die 18-Jährige der aktuell ziemlich älteste sein dürfte, der überhaupt verfügbar ist. Dann kommt der Chairman's Choice. Der führt sich zurück auch auf diese Harvey-Brüder, die früher im Prinzip immer das beste Fass abgefüllt haben. Hier auch deswegen eine limitierte Abfüllung. Wie viel? Ja, ich lese das dann nachher ab. Bei dem Video zu dieser Flasche müssen Sie dann ein bisschen weiter klicken und ein paar Tage warten, bis diese Videos online gehen. Und als letztes dann den Royal Choice, der zusammen mit Historic Royal Places gefüllt wird. Also der darf sich hier nicht in Royal Varant geben, weil das hat er nicht. Er kann sich aber an die Royal Places mit dranhängen und sich hier ein bisschen einen höheren Namen geben. Und hier hat man also den höchstwertigsten Whisky, den man aus dieser Brennerei qualitativ herbekommen hat, drin abgefüllt. Preislich, ja, geht dann schon an die 200 Euro und beginnen tut es hier bei unter 40. Die Preise haben sich im Vergleich zu den vorigen Abfüllungen, die in der Standard Liquor Bottle und ganz klassischen einfachen Hülle kamen, doch deutlich nach oben bewegt. Anscheinend gibt es der asiatische Markt her und wenn wir hier in Zentraleuropa von diesen Flaschen auch was haben wollen, müssen wir mal ein bisschen oben drauflegen. Die Brennerei ist klein, sollte man unterstützen, finde ich gut. Und auch wenn jetzt Harveys of Edinburgh die Brennerei gekauft hat, so zähle ich diese Brennerei immer noch zu den kleinen Unabhängigen und nicht zu den großen, ja, konzernzugehörigen Brennereien. Ja, freuen sich mit mir auf die kommende Verkostungsrunde. Ich freue mich auf jeden Fall schon und herzlichen Dank fürs Zuschauen und Ergänzungen dazu, Erklärungen zu den Flaschen finden Sie wie immer in unserer Whisky-Database.